Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Das Goldene Leben hier irgendwo in Thüringen auf unseren YouTube-Kanälen und auch auf den Twitch-Livestreams. Jeden Sonntag ab ca. 19 Uhr sind wir ja live für euch online. Heute mit einem ganz großen Special, das wir mit etwas Verspätung eigentlich zu Halloween schon geplant hatten. Da hat es auch mit der Umsetzung nicht ganz gehapert, weil unsere tatkräftige Unterstützung noch auf Geschäftsreise war. Der liebe Herr Bürgermeister, den ich an dieser Stelle schon mal guten Abend heiße. Guten Abend. Genau, so. Dann schauen wir mal, wer ist denn heute alles mit dabei. Wir grüßen zunächst mal wieder unsere Viehbetriebe. Den Anfang macht mal heute unser geschiedener Tiroler, der Hofer Franz. Servus. Servus, habe die Ehre, grüß euch. Oh, jetzt habe ich noch einen Scheiß lassen, sorry. Ja, war das Abendessen sehr bohnenhaltig. So, den weiteren Hammer wieder unseren Bastian Hintermeier. Servus. Grüß euch miteinander. Und der dritte im Bunde bei den Viehhöfen, Viehbetrieben ist der Herr Stahl. Carsten, Mahlzeit. Grüß euch. So, der vierte im Bunde, unser Hans Walter, hatte kurzfristig aus Real-Life-Gründen leider nicht die Möglichkeit dazuzukommen. Bedauerlicherweise, aber er wünscht euch auf jeden Fall trotz allem viel Spaß und viel Erfolg bei dem, was jetzt dann gleich auf euch zukommt. Dann haben wir auf jeden Fall auch noch natürlich den Mann, ohne den dieses RP nur halb so schön wäre, mit natürlich auch allen anderen, aber trotzdem meinen Kompagnon, den Chef vom LU, Henry Baker. Servus! Ich wünsche euch was. Und dann haben wir noch die Mitarbeiter des LUs, den Anfang macht hier die liebe Luna Sommerwein. Schönen guten Abend! Hallo! Dann wieder mit dabei ist der Name, der unsere Leute hier beim ersten Mal vorlesen zu Lachflashs veranimiert hat, der Rainer Herkologe. Mahlzeit! Guten Abend. Und den goldenen Abschluss macht dann beim LU heute der Severin Müller. Mahlzeit! Bitte! Na klar, und jetzt fehlen noch zwei Leute, nämlich die beiden Fahrzeughändler. Zunächst einmal unser lieber Wilke Zirden. Guten Abend! Servus. Und der Mann, der sich als der Händler ihres Vertrauens selbst in den Mittelpunkt gespielt hat, unser Udo Tesch. Mahlzeit. Guten Morgen, das Beste kommt natürlich zum Schluss, ne? Leute, ihr hört schon, die Zustimmung ist geteilt. Nennen wir es mal so. Hey, Ufa, gut. So, meine Lieben, und jetzt zu unserem Anlass. Weshalb wir uns hier heute alle beim Fahrzeughandel versammelt haben. Ihr drei vom Viehbetrieb werdet heute gegeneinander in eurer ersten Challenge antreten. Diese kleine Challenge ist eine Art Rallye in Verbindung mit Allgemeinwissen. Okay. So, heißt im Klartext. Heißt so viel wie, wir werden euch quer über die ganze Karte jagen. Und damit es fair bleibt, haben wir immer viermal die gleichen Fahrzeuge, mit denen ihr zu den einzelnen Stationen fahren werdet. Dort angekommen, stellt ihr die Fahrzeuge, und jetzt bitte aufpassen, wichtig, ab und schaltet den Motor aus. Anschließend wird der dortige Quizmaster zu euch in den Channel hüpfen, euch drei Fragen und Antwortmöglichkeiten stellen, die beantwortet ihr. Anschließend werdet ihr ein neues Fahrzeug bekommen und mit diesem zu einem festgesetzten nächsten Zielpunkt fahren. Insgesamt habt ihr vier Zwischenpunkte, also vier Stationen, die ihr abfahren müsst, mit jeweils drei Quizfragen. Nach der letzten Station fahrt ihr direkt zurück zum Fahrzeughandel. So, das mal vorab. Des Weiteren sind die Fahrstrecken ganz klar begrenzt. Also es wird nur auf offiziellen Straßen gefahren. Alle Straßen, die nicht zu benutzen sind, sind deutlich sichtbar abgesperrt. Haltet euch da bitte dran, nicht über Felder, nicht irgendwelche möglichen Schleichwege, nur die offiziellen Straßen benutzen. Genau. Pro richtig beantwortete Frage kriegt ihr 2 Punkte.
Der Zeitfaktor spielt nur dann eine Rolle, wenn am Ende mindestens zwei Kandidaten die gleichen Punkte beim Quiz erreicht haben. Dann entscheidet die Gesamtzeit, wie lange ihr für die Challenge gebraucht habt. Okay. Genau. So. Dann zu den möglichen Gewinnen. Und jetzt wird's interessant. Da wird es dann nämlich so sein, dass der Sieger der Gesamtchallenge einen Einkaufsgutschein bekommt in Höhe von 100.000 Euro beim wow. Fahrzeughandel. Oh. Oh. So, oh. Kleiner Haken an der Sache, es gibt zwei Dinge, die zu beachten sind. Punkt 1, dieser Gutschein beim Fahrzeughandel gilt nur für Neumaschinen, nicht gebrauchte, nur die neu für neue Fahrzeuge. Und die Gutscheine sind nicht übertragbar. Das heißt, es wird hier nicht der eine Gutschein mit dem anderen Gutschein irgendwie getauscht. Zählt das Ganze nur für Fahrzeuge oder auch für Anbaugeräte? Anbaugeräte, die auch, Anhänger, aber halt, aber nur für Maschinen und Geräte, nicht für irgendwelche Kalkpaletten, Saatgutpaletten etc. Dafür nicht. Okay, ja. Nur Fahrzeuge und Gerätschaften. So, der Zweitplatzierte erhält einen Einkaufsgutschein beim örtlichen Unternehmer für die Dinge wie Kalk, Saatgut, Düngemittel, Herbizid, Siliermittel etc. im Gesamtwert von 70.000 Euro. Ja. Und der Drittplatzierte erhält noch einen Gutschein über 40.000 Euro für Dienstleistungen des Lohnunternehmens. Ui. So, die Gutscheine, wie gesagt, kriegt ihr dann im Anschluss an, wenn die Auswertungsergebnis feststeht, überreiche ich euch die offiziell bei der Siegerehrung. Und die könnt ihr dann entsprechend dem Verwendungszweck einlösen. Sagt demjenigen, für den es betrifft, aber bitte, dass ihr den Gutschein dafür einlöst, bevor ihr die Bestellung macht. Nicht, dass ihr dann eine Rechnung kriegt, obwohl ihr den Gutschein eingelöst habt. Das wollen wir ja verhindern. Muss der Gutschein für eine Sache eingelöst werden? Oder ihr könnt den splitten. Ihr könnt den splitten. Also ihr könnt jetzt auch sagen, zum Beispiel von den 100.000 beim Fahrzeughandel, ich kaufe mir jetzt erstmal einen grober für 20 oder 25.000, den Rest gebe ich später für irgendwas anderes aus. Ah, perfekt, okay. Also ihr dürft splitten, ihr müsst den nicht auf einmal einlösen. Nur, geil. Wenn er halt auch nicht komplett, aber sobald er halt den Gutschein benutzt für eine Bestellung, müsst ihr es demjenigen vorher halt nochmal sagen, dass es auf dem Schirm hat. Jo. Gut. So, für den vierten, der jetzt heute leider nicht da ist, für den vierten Platz hätte es dann noch den kleinen Trostpreis gegeben in Höhe von 10.000 Euro Bargeld. Also in-game. Okay. Aber den Viertplatzierten haben wir ja jetzt somit durch die Abwesenheit vom Herrn Walter unfreiwillig schon vergeben. Also können wir den vierten Platz auf die drei aufteilen, oder? Nein. Okay, so super es wird. Herr Eckleben, Sie notieren sich das dann schon mal bitte. Der Platz 4 geht dann an den Herrn Walter. Ja, habe ich mir notiert. Sehr gut. So, damit es jetzt dann auch nach, jetzt kommt noch die Frage auf. Ihr dürft alle mal bitte eure große Map öffnen. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Also, Start und Ziel ist der Fahrzeughandel, wo wir jetzt gerade alle herumhüpfen. Eine Quizstation befindet sich beim Unternehmer auf Höhe Feld 42. Eine weitere Station ganz rechts unten beim Viehhandel. Jetzt warte mal. 42 ist die erste, oder was? Eine. Ich habe nicht gesagt die erste. Für einen von euch ist es die erste, aber es müssen ja alle dahin. Mhm. Also einer startet. Okay. Genau, eine Quizstelle ist da unten beim Unternehmer. Die zweite Quizstelle ist ganz rechts unten beim Viehhandel. Die dritte findet ihr beim Steinbruch. Der ist rechts auf der Karte, relativ im oberen Drittel. Und die letzte Quizstation ist ganz oben in der Nähe vom Herrn Stahl, seinem Hof, beim Abladestelle Restaurant. So gesagt, ich werde da über das Feld abkürzt. Ja, das Problem. So. Ihr müsst alle bei diesen vier Stationen je drei Fragen beantworten.
Nachdem ihr die letzte Station abgearbeitet habt mit den Quizfragen, fahrt ihr auf dem direkten Weg zum Fahrzeughändler zurück. So, ich kann euch eines, sage ich euch auch gleich. Aus reinen Fairness, aus Gründen der Fairness, werden die drei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des LUs jeweils einen von euch dreien permanent über die Karte im Auge behalten. Nur einen? Frau Sommerwein einen, der Herr Müller einen und der Herr Kologe auch den dritten. So, wer abkürzt, wird disqualifiziert. Es ist klar, nur der Fairness halber, wenn, ne? Ich hätte dazu eine kurze Frage, wenn ich darf. Ja. Sie haben gesagt, dass Wege, die nicht erlaubt sind, abgesperrt sind. Sind dann wirklich alle Kreuzungen abgesperrt oder kann man sie theoretisch mal ein paar Kilometer verfahren und muss dann umdrehen? Nö, der Weg ist an sich, wir haben es getestet, der sollte, wenn man ein bisschen mitdenkt, so abgesperrt sein, dass man sich nicht verfahren kann. Okay, was? Ihr dürft die Karte gerne eingeblendet lassen, das ist gar kein Problem. Und da sieht man ja sowieso, also Kartenränder haben wir natürlich nicht explizit abgesperrt, weil da ist eh eine Barriere. Ja, alles gut. Gut. So, und damit wir jetzt wissen, wer wo wann anfängt, auf welchem Punkt kriegen die drei Viehbetriebe, also die alle anderen, die Quizmaster dürfen schon mal zu ihren Quizstationen. Das LU darf entweder hier stehen bleiben oder sich auf den LU-Hof zurückziehen und von da aus überwachen. Die drei Fahrzeughändler bleiben bitte noch bei mir. So, und dann wird der Herr, ihr kriegt jetzt gleich vom Herrn Eckleben, unserem Bürgermeister, eine Schätzfrage gestellt. Moment. Ja. Du hast eines vergessen. Das. Apropos Stream. Ah, genau. Und an die zwei Jungs von euch, an Basti und Miraculex, Live-Chat bitte auf Only Emote. Und die Mutter? Bei mir chattet doch niemand. Ja, rein. Aber ja, machen wir schon. Alles ja, gut. Also, dass ihr wisst, ich bin im Hintergrund beim Schauen über das Stream sich. Also, ich bin bei euch heute drinnen. Und ich glaube, ich nehme es dir einfach jetzt einmal weg, Yannick. Ich bin oben beim Steinbruch in einem Polizeiauto. Das hat der Grund, dass ihr nicht doppelt die Wege dann fahren musst. Also, Yannick. Genau. Genau, der Herr Baker, der sperrt dann die dementsprechende Straße dann mit dem Auto ab. Weil richtig. Ihr müsst dann nämlich in beide Richtungen da fahren und deswegen hier ist der Herr Baker so freundlich und sperrt dann mit dem Polizeiauto die dementsprechende Stelle. Dass ihr da nicht in die falsche Richtung fahrt und nachher doppelten Wegstrecke fahren müsst. Genau. Nice. Gut, wie gesagt, wir stellen euch jetzt gleich eine, oder Herr Eckleben stellt euch jetzt gleich eine Schätzfrage. Derjenige von euch, der am nächsten ans richtige Ergebnis rankommt, darf sich den Startpunkt welchen Quizpunkt er als erstes anfährt, aussuchen. Die anderen beiden werden wir dann im Anschluss für entsprechende Reihenfolge festlegen. Also strengt's euch an. Haben wir los. Gut, dann vorab allen Teilnehmern viel Erfolg, viel Spaß bei der Challenge. Alle, die nicht mitspielen, bitte fairnesshalber keine Kommentare, keine Tipps, irgendwas. Ich wünsche euch allen viel Spaß und jetzt geht das Wort an unseren Bürgermeister. Bitteschön. Ja, kommen Sie ran, kommen Sie näher. Heute bin ich der Quizmaster hier vom schönen Fahrzeughandel. So, zur Schätzfrage. Bitte lausche auf, ich erzähle das Ganze nur einmal. Wie viele Menschen ernährt ein Landwirt in Deutschland heutzutage? Muss jetzt den Namen schreien? Ich hätte eine Zahl. Einfach rausschreien, oder wie? Ja. Kommt's mal ja. Auf die ganze gesamte Bevölkerungszahl. In Deutschland. Wie viele Menschen ernährt ein Landwirt in Deutschland heutzutage im Durchschnitt? Ich schätze mal. ISO. Schwierig. 501.
1000 oder was? 501, okay. Ja, dann sag ich. 455. Okay, 455. Ich sag 12. Ich sag 1200 von Rifolex. 1200, okay, habe ich notiert. Das ist zu wenig. So. Dann haben wir unsere drei Antworten. Ihr habt hoffentlich live auch gerne, ihr dürft gerne, also mal abgesehen natürlich von den beiden Kandidaten, aber bei mir zumindest im Livestream dürft ihr gerne mitraten, tippen für euch zu Hause, wie auch immer. Herr Eckleben, dann lösen Sie mal auf. Ja, also, am dichtesten dran war der Herr Hintermeier. Genau. Ja. Stark. Die richtige Antwort wäre gewesen, tatsächlich nur 139. Krass. Wie viele Antworten gibt es in Deutschland? So wenig. Ja. Ja. Gut, so. Irgendwas zwischen 200 und 300 oder was? Also, aufgrund der Tatsache, dann machen wir es wie folgt. Also, Herr Hintermeier, Sie können sich jetzt aussuchen, zu welchem der vier Quizpunkte Sie als erstes fahren. Unternehmer, Viehhandel, Steinbruch oder Restaurant? Restaurant. Okay, das heißt, der Zweitplatzierte war in dem Falle der Herr Stahl. Der fährt dann bitte zum Unternehmer. Jo. Und der Herr Hofer fährt zum Viehhandel. Okay, ganz rechts unten. Genau, so. Hinter euch, der Bürgermeister räumt gerade die Barrieren weg, stehen die kleinen Elektrotraktoren, allesamt die gleichen, in der entsprechenden Hoffarbe. So, dann dürft ihr mal die Motoren starten. Und euch allesamt, so, wer ist noch alles da? So, alle, die jetzt nicht in den Traktoren sitzen, stellen sich mal bitte in eine Reihe neben mich. Und die drei Kandidaten stellen sich parallel nebeneinander vor uns hin. Der Hofer hat ja Racing Green. Ja. Unfair. Der Hofer aber grün halten. Hoppala. Fahren Sie nicht meine Kollegin zusammen. So, gut. Die drei Damen und Herren vom LU haben die Stoppuhren bereit. Ja. Wunderbar. So, dann räumen Sie die Rennpiste. Bin schon weg. Gut, dann nochmal. Allen Teilnehmern viel Spaß und viel Erfolg. Das Rennen startet in 3, 2, 1, los! Auf geht's, Burschen. Und da geht's ab, die Luzi. Oberfranz, was macht der Ellen? Oha. Oha. Da geht die Luzi ab. So. Oberfranz ist irgendwo hingefahren einfach. Oh, ich hab schon drei Verbindungen gesoffen, du. Musst du aussehen, da. Ja, strategisch, dass ich ihm gleich einmal aufgemacht hab. Der hat gewusst, wieso der Sack, der Karsten. Boah, die Dinger gehen auf 60. Ja, bin ich wieder falsch, du. Ja, meine Lieben, das Schöne ist... Stimmt, rückwärts ging ganz schneller. Das wird jetzt eine Challenge. Ich schmeiß mich jetzt schon weg. Die, am Start, ihr habt's gesehen, wie die losgezwiebelt sind. Und wir freuen uns schon jetzt auf den ersten Kandidaten. Dann kann ich nämlich in der Zwischenzeit noch schnell mein Zettelchen hier vorschreiben. Müssen wir eigentlich in Channel... Ah, das ist alles abgesperrt da, wo ich fahren will. Ja, hey. Aber wegen der Channel, Janik, jeder muss ja in seinen eigenen, oder? Ja, sei mal bitte so gut, sei mal so gut und schieb die drei kurz in ihre Channel. Ja, mach ich schon. Danke. Nur wir müssen dann halt runter, ne, wenn wir die Fragen stellen, sagen wir mal so. Genau, wir springen dann in die dementsprechenden Channels rein, wer okay, dann hier gerade bei uns steht. Perfekt. Janik, obwohl das ist ja gerade versteckt. So. Weiß einer, ob es gesagt wurde, wir den Motoren stoppen, wenn die aussteigen? Ja. Okay, perfekt. Ja, hast du gehört. So, meine Lieben, gehört, und da kommt schon der Erste, das ist der Herr Stahl. Ja. Der kommt, fährt aber. In meiner Küche steht. Ja, komm, Digga, halt die Fresse, Digga. So, grüß Gott, Herr Stahl. Grüße. Los, jetzt Zeitdruck. Gut, also Frage 1. Auf wie viel Prozent der Fläche Deutschlands wird Landwirtschaft betrieben? 20%, 35%, 50% oder 70%? 35%. Jawohl. Zweite Frage.
Wie steil, Entschuldigung, wie steil darf ein Hang maximal sein, damit man auf ihm noch Wein anbauen kann? Bis zu 19 Grad Steigung, bis zu 33 Grad, bis zu 62 Grad oder bis zu 75 Grad? Was war das zweite? 33. Ja, das. Und letzte Frage. Geben Kühe auch ohne Kalb Milch? A. Ja, Kühe geben immer Milch. B. Wenn es sich um eine Milchrasse handelt, schon. C. Das hängt von der Fütterung ab. Oder D. Nein, nur dann, wenn sie ein Kalb zur Welt gebracht haben. Nur nachdem sie ein Kalb zur Welt gebracht haben. Alles klar, vielen Dank. Dann dürfen Sie den roten schnappen und abfahren. Nächster Halt bei Ihnen ist dann der Viehhandel. Ne, Entschuldigung. Viehhandel. Jo, okay. Rechts rum, genau. Jo, danke. So. Basti fährt falsch. Der wollte doch zum Restaurant. Richtig. Der hätte auch geradeaus weiterfahren können, das hätte nichts gemacht. Jetzt hat er den längeren Weg genommen, ist sein eigenes Problem. Ja. Er fährt halt dann die kürzere Strecke so. Ja, stimmt auch wieder. Dafür haben wir ja unseren Henry da oben positioniert. Genau, ich habe den schon dahin gesteuert, dass er den Steinbruch zustellt. Eben habe ich schon. Wo ist denn Hofer Franz? Es ist halt gerade lustig, weil ich alles gleich schaue. Der ist bei. Der Hofer Franz, der muss nämlich erst runterfahren am Unternehmer vorbei. Wo ist denn der Franz? Ich glaube, der findet den Weg nicht. Der ist in der Stadt, ne? Ja, der ist in der Stadt. Jetzt ist er bei der Biergas. Ja gut, was machen wir eigentlich jetzt bei M? Also, er fährt der Abstand reicht. Meinst du, reicht? Ja, gut. Der reicht. Er kann ja nur diesen einen Weg fahren, also von daher. Genau. Also gut, dann ist es perfekt. Er ist aber umgedreht und wollte in die andere Richtung, also da kann ich dann nichts mehr für. Also das ist dann eigene Blödheit. Ja. So. So, Henry, du kannst den Weg zum Restaurant einmal bitte dicht machen. Ja, bin ich gerade dabei. Ja, Basti ist vermutlich schneller als der Stahl. Ja, das werden wir dann sehen. Aber so beeilen muss ich mich nicht, weil bis alle kommen, habe ich das hier gestellt. Ja, vor allem können die den langen Weg wieder zurückfahren, also das hier. Also von meiner Seite für Marino ist gut, falls die Leute sind, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, noch im Livestream schaue. Oh Leute, ist das schön. Jetzt musste der Hofer Franz gerade, wir haben überlegt, fährt er jetzt nicht doch erst zum Unternehmer rein, aber er ist tatsächlich weitergefahren in Richtung Viehhandel. Dürfte er jetzt zu dir? Nein. Da einmal durch die Schikane durch, dann links oben, genau. Genau. Nee. Er muss dann noch zu mir, ja, aber erst am Schluss, nicht erst am Anfang. Und dann kann er auch den, und am Schluss werden, kann man den, in Anführungsstrichen, direkten, nicht abgesperrten Weg dann fahren. Genau. Also wer ein Unternehmer ist, der fährt natürlich die Straße, die Hauptstraße wieder hoch und muss dann nicht einmal komplett außen rum. Und das Gute ist, alle Fahrzeuge laufen in etwa gleich schnell. Mal eine andere Frage, also ich dürfte deren Fahrzeuge schon wegfahren, ne, wenn die hier sind, wenn die weggefahren sind. Also theoretisch ja. Wenn die den Scheiß im Weg gestellt haben, dann ja. Also bei mir, der Herr Stahl hat bei mir wirklich mustergültig sogar da eingeparkt, wo ich es noch gesagt habe. Bei der Vorbereitung. Sehr gut. Ja, dann war der so, ja, da können die da das Auto hinstellen und. Ja, genau. Und genau an der Stelle, wo ich dir gesagt habe, weißt du, so gegenüber von den Steiern, genau da gegenüber hat der Stahl seinen schön ordnungsgemäß gerade hingeparkt. Ja, schön. So, ich habe hier jetzt den ersten bei mir. Ich werde jetzt mal rübergehen. Jo. So, wie sieht's bei den anderen aus? Der Stahl. Wo ist der denn jetzt? Also, der Stahl ist gerade auf der Hauptstraße. Also, eins muss ich sagen: der Hofer Franz tut mir richtig leid, weil der fährt gerade richtig durcheinander. Jo, der ist. Aber jetzt ist er auf dem richtigen. Der hat ja auch am Anfang beim Dings verkackt, beim Händler. Der ist ja richtig komisch gefahren. Ja. Der ist geradeaus weitergefahren, wo meine Schlange fahren kann. Jo. Vor allem stehen da Baken direkt beim Händler geradeaus. Ja. Das ist abgesperrt. Die habe ich persönlich hingestellt, deswegen weiß ich, dass da Baken stehen.
Das geht da nicht lang, das ist verboten. Welcher war doch ein Auto noch hinstellen sollen oder sowas. Nee, aber das geht sich zeitlich ganz gut aus. Der Herr Stahl, ja, der ist jetzt, der ist jetzt unten. Bis der Hofer Franz mit seinen 40 km/h da unten ist. Ja, die fahren ja alle nur 40, von daher. Deswegen. Also so, es wird knapper, denke ich mal. Kommt naja, je wie lange Dings. Nee, der Herr Stahl, der ist recht schnell mit der Antwort. Also bei mir war er gerade recht flott. Der hat bei einer Frage, hat er nochmal nach der Antwort gefragt, weil er es nicht verstanden hat. Aber ansonsten, es war zack, 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 zack. Also der hat keine Zeit heute. Okay, der Stahl auf dem Weg zum zweiten Punkt, oder? Der Stahl ist jetzt auf dem Weg zum zweiten Punkt, ja. Der Stahl ist am Ackern. Der gibt richtig, der Herr Stahl, der gibt auf jeden Fall richtig Gas. Also der. Er will die 100k haben, er will die haben. Ja. Vor allem auch die Zeit, ne? Ja. Vor allem kann ich ja sehen, über den hier, Wo ist denn einfach der Stahl gerade? Wer unten wie rechts fällt 104. Also der war jetzt schon im Unternehmen. Ja. Wahnsinn. Oh, der ist ja gleich schon direkt. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Der Stahl war jetzt schon im Unternehmen. Ja. Richtig. Ja. Ja, Alter, er ist jetzt in der nächsten halben Minute ist der am Viehhandel. Gut, ich geh schon mal rüber, ne? Ja. Bis gleich. Also jetzt ist er beim Viehhandel angekommen. Ja, der muss noch ein Stück weiter und dann rechts hinten rüber. Aber der Hofer, der tut mir jetzt auch schon leid. Ja. Ah, der ist auch schon. Wenn der jetzt zum Fahren ist, dann kann wieder nichts mehr für. Also das ist selbstgemachtes Leid. So, also der Stahl ist unten. Mhm. Ja. Der ist angekommen. So, Herr Hintermeister, sag mal. Er hat auch brav das Auto ausgemacht. Ich sehe das ja, wenn ein Fahrzeug noch läuft. Ja. Über einen einfachen Inspektor kann ich das ja gucken, welches Fahrzeug gerade noch läuft und welcher nicht. Basti ist noch oben. Ja, ja. Ja, der beantwortet auch noch die Fragen. Also der Stahl fährt jetzt eigentlich dann schon mit dem dritten Fahrzeug weiter. Ja. Ja. Wird auf jeden Fall jetzt gleich witzig, weil der kommt jetzt gleich im Herrn Hofer entgegen. Das könnte jetzt witzig werden. Das könnte jetzt dezent witzig werden. Vor allem, weil ich ja weiß, welche Fahrzeuge da jetzt gleich dran sind. Ich würde zu gern Mäuschen spielen im Livestream. Kannst du ja einmachen nebenher. Aber, Yannick. Ja? Ich hatte einen Enter der Stall bei dir die Bank beantwortet. Ich sag mal so, er hat sie zack, zack beantwortet. Weil was jetzt das Ergebnis ist, sage ich jetzt mal nicht, da hat nichts weiter dazu. Das sehen wir ja da, das sehen wir am Ende. Das ja, ja eben. Aber so, ich hoffe, dass der Herr Stahler gleich fertig ist, weil der Herr Hofer ist nämlich auch gleich da. Ja, doch, der fährt. Der ist schon fertig. Jawohl, hat er, jawohl, der läuft. Und jetzt kommt's gleich mitten, jawohl, gerade da, wo es am engsten ist, treffen sie sich. Also für alle, die es bei mir nicht mitbekommen, liebe YouTubers, schaut bei den jeweiligen Selbstrennen, beim lieben Herrn Stahl, Hintermeier und auch beim Hofer Franz. Das war jetzt wieder richtig runter, lustig. Oh, 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 oh. Was macht der Herr Stahl da? Herr Stahl fährt falsch. Ja. Herr Stahl fährt falsch. Bitte. Herr Stahl, Sie fahren bitte weiter zurück. Sie sind auch falsch abgebogen. Hä? Irgendwann, das geht nicht. Ja, ein Schleichweg gibt's mit Sie irgendwo immer, aber der ist es definitiv nicht. Bitte umdrehen, zurück zur Hauptstraße. Okay, der Hauptstraße folgen? Ja. Okay. So. Ich glaube, wir haben einen vergessen abzusperren da. Ja. Ja, okay. Da nice. Genau, bleibst du dann da? Einer ich von dem. Ich stelle mich da jetzt hin. Okay. Deswegen sofort, ich habe das nämlich gerade auf der Karte gesehen, deswegen LU da bitte sofort reagieren. Hintermeier ist auch wieder auf dem Weg. Jo, die Frage. Aber irgendeiner, der fährt in die falsche Richtung. Ja, hier ist wirklich nicht abgesperrt. Ich bleibe aber hier mitten im Weg stehen jetzt. Ja, da Hintermeier fährt in die falsche Richtung. Hintermeier fährt in die falsche Richtung. Das spielt keine Rolle. Kann den langen Weg fahren. Nee, wieso? Der Hintermeier muss wieder in die andere Richtung fahren. Wieso? Er kann aber ist da eigentlich zu, wenn der. Du, dann kommen die beiden sich da wieder entgegen. Also dann ist mir das auch egal. Ja, aber bei mir kommt er eh nicht vorbei, weil ich habe eh abgesperrt. Ja, du musst dich einfach umstellen. Nee, ja, der Hintermeier fährt falsch. Ja. Der Hintermeier müsste jetzt zum Unternehmen fahren.
Ja, ja, und er kann da vorbeifahren. Er fährt jetzt einfach den langen Weg. Mir ist wieder ja, der geht aber nicht, Sebi. Er muss die andere Route fahren. Er ist ja von der Route, wo er jetzt fährt, gekommen. Eben. Ja gut, dann bevor wir jetzt den wieder umdrehen lassen, dann machen wir es ganz einfach. Thomas. Henry sperrt wieder einfach den Steinbruch zu, dass er weiterfahren muss. Genau. Mhm. Okay. Dafür haben wir das. Ich weiß, warum ich das Auto da hingestellt habe. Genau deswegen soll das Auto da stehen. Und dann gehst du bitte einmal runter zu dem Herrn Hintermeier und sagst ihm, dass die nächste Station das für ihn das Unternehmen ist. Ja, passt. Mach Danke. Wie weiß ich denn jetzt, wen ich da wohin schicken muss? Du schickst die Leute immer zum Unternehmer. Richtig. Genau. Außer die sind jetzt fertig. Okay. Außer den Herrn Stahl. Den Herrn Stahl brauchst du nicht zum Unternehmer den schicken, der ist da gestartet. Den kannst du zum Händler schicken. Genau. Wenn der Herr Stahl bei dir ist, also du bist die Letzte. Okay. Der Herr Stahl ist bei dir, ist er für der Herr Stahl hat das Restaurant als letzte Anlaufstelle. Ja, der ist gerade zum Kiesberg. Der fährt jetzt gerade unterwegs vom Viehhändler zum Kiesberg, genau. Und der Hofer ist Franz. Der Hofer Franz hinterher. Aber das war schon ein Stück dazwischen, ne? Ja, je nachdem, wenn sich der Herr Stahl jetzt noch verfährt. Wenn der Stahl sich jetzt verfährt und der Hofer Franz wieder überholt, dann habe ich beide gleichzeitig bei mir gleich oben. Jetzt pass auf, wenn du beim Restaurant die nächsten wegschickst, sagst du. Ja, wenn du die wegschickst, sagst du beim Rausfahren links. Aber eigentlich beim Rausfahren. Nee, geradeaus. Geradeaus müssen sie links fahren. Links würde er runterfahren oder gleich fahren. Genau, der ist nämlich unten lang gefahren und hier ist fährt denselben wieder zurück. Ja, gut. Sag mal, fahren die wirklich alle 40? Jo. Ja. Das kommt mir irgendwie so vor, als ob Herr Stahl schneller fährt als 40. Nee. Also der Herr Stahl fährt gerade 42, der Herr Hofer Franz fährt 42 und der Herr Hintermeier ist mit 43 unterwegs. Ach, der Hintermeier, da tut mir leid. Also, ich sage jetzt auch nicht, welches Fahrzeug da jetzt gerade steht. Wir werden ja schließlich am Fahrzeughändler, werden wir am Ende 4 verschiedene Fahrzeuge sehen, normalerweise. Oh, das 3. 3. Gerade 3 in diesem Fall, ja. Ja gut, der Herr Scholl ist wieder falsch. Aber der Herr Hintermeier, der tut mir gerade total leid. Ja, weil der zu blöd ist. Das Problem ist, aber eigentlich war das eindeutig, dass er den oberen Weg, deswegen war er auch. Ja, er sagte dadurch, dass das ein Schleichweg ist, dass er den nicht fahren darf, hat er gerade zu mir gesagt. Dann wäre er abgesperrt. Aber, ja, ich habe gesagt, das ist der einzige Weg, den er hätte fahren dürfen. Aber egal. Nein, ist egal, wenn er jetzt andersrum fährt, ist das jetzt... Das war vielleicht ein bisschen Fehlkommunikation, aber ich denke nicht, dass wir am Ende die Zeit entscheidend ist. Ja, ich habe eh jetzt zu ihm gesagt, wo jetzt aufgeteilt ist, dass er zum Unternehmen muss, dann zum Viehhandel, dann zum Steinbruch. Genau. Ja. Also er weiß jetzt Bescheid, welche Station was als nächstes kommt. Bei Hofer Franz habe ich so gesagt, er hat die Fragen beantwortet. Dann wollte er losfahren, aber ich habe ihm zuerst gesagt, er soll den Motor ausmachen. Ja. Ist ja richtig, ne? Jetzt fährt wer falsch. Ja, ich lauf schon. Und er fällt um. Ja, er hat's schon gemerkt. Also wenn ich jetzt auf die Feld... Auf die... Wenn auf die... Wenn ich jetzt auf Feld... Dings... So. Ich bleib jetzt... Ja. Es steht ja ein Polizeiauto bei einer Absperrung. Ja. Das Polizeiauto, ich fahr zu dir. Ja, mach das. Aber Gas der Hofer Franz kommt gleich. Ja. Sind die jetzt ehrlich so weit? Nee. Oh, wo sind die denn? Achso, warte mal. Deine ist in der Stadt. Der Hintermeier ist gleich beim Hofer Franz am Hof. Warte, da kommt doch gerade eh kein. Soll ich kurz Janik, du kannst Händler weg. Holen? Ja. Und das da hinstellen? Wohin? Nee, warte, ich komm hoch, Philipp. Ich hab dann noch ein Auto, was von der Abfahrung ist. Aber Janik, man kann so blöd kann man gar nicht denken, wie das manchmal kommt. Nö, ja, mei. Also ich find's ja trotzdem amüsant, also. Ja, das ist so. Ich feier's ja trotzdem. Boah, jetzt geht's beim Unternehmer ab. Oh, also ja. Der Herr Stahl fährt gerade. Nee, der Herr Stahl fährt ja vorbei. Und der Hofer Franz fährt auch vorbei. Weißt du, vom Viehhandel müssen sie beide. Ja, die müssen da unten einmal lang und dann hoch. Genau, die müssen jetzt bei mir alle beide vorbei und dann hoch zum Ding. Halten wir zum Stand. Oh. Also ich habe jetzt den Weg zum, wie heißt, zum Rohr abgesperrt, da können sie immer nicht mehr vorbei.
So. Ja, also liebe YouTuber, ihr seht, dass es schon große Freude macht. Mhm. Nur beim Zuschauen. Mhm. Ja. Ja, es ist schon sehr amüsant. So, Herr Hintermeier, ja. Ist am Anrollen. Ja. Ja. Der Hofer Franz hat sie mit seinem Güllefass auf einer Schikane festgefahren. Nein. Ah, jetzt kommt er rüber, okay. Nee, und wieder für nochmal. Geschafft, ja. An der Brücke hängen geblieben, ja? An der ersten, ja. Und bei der zweiten wäre er auch fast dagegen, so wie es ausgesehen hat. So viel Lippen. Ja, vor allem, wenn die wissen, was da noch aufsteht. Ja. Also, unser Viehhandel hat es ihm schon richtig gesagt, wo er hin muss, gell? Ich hab ihm zum Scheinbruch gesagt. Gut, passt, alles klar. Also, denn. Oh, auf die. Oh, zack, auf die Leitplanke! Achtung, Achtung, jawoll! Ah, Schassen dann aber vorbei. Hm. Oh Leute, zu Hause vor Twitch und auf YouTube, ihr hört's gerade, wir feiern das Orga-Team, das feiert gerade die Challenge übelst. Ich glaube, unsere drei Viehbetriebe, die kotzen im Strahl, aber egal. Oh, oh, hoch auf mehr kommen sich in die Jahre. Ja. Ja. Und also das Crash. Gut, hat der Hintermeier ja jetzt auch gesehen schon, welche Fahrzeug G jetzt als nächstes kommen auf ihn zu. Ja, ja, nun, ja, das, ja, ja, nun das. Gut, ich hüpfe schon mal runter. Jo. Ja. Ich geh nochmal hinzu. Oh Mann, oh Mann. Dann mal gucken, vielleicht kann ich dann da hinten fahren. Ja komm, geh auf die 100. Nein. 61 TL, soll auf die 100. Eieiei. Weil ich die einfach da noch. Boah, leckt das wieder ganz geil. Eieiei. Bleib doch stehen, Junge. Boah. Da war auch ein Teil. Jetzt hängt die Maus auch noch. Oh! Geh doch! Ah, die fahren auch wieder so langsam. Grüß Gott, Herr Hintermeier! Servus! So, Frage Nummer 1. Auf wie viel Prozent der Fläche Deutschlands wird Landwirtschaft betrieben? Oh, die Fick. 20%, 35, 50 oder 70? 25? Na, das haben wir nicht. 20%, 35, 50 oder 70? 20. Zweite Frage. Wie steil darf ein Hang maximal sein, damit man auf ihm noch Wein anbauen kann? Boah, scheiße. Bis zu 19 Grad Steigung, bis zu 33 Grad, bis zu 62 Grad oder bis zu 75 Grad? B. Und die letzte Frage. Geben Kühe auch ohne Kalb Milch? Ja, Kühe geben Nein. immer Milch. Wenn es sich um eine Milchrasse handelt, schon. Das hängt von der Fütterung ab. Oder nein, nur dann, wenn sie ein Kalb zur Welt gebracht haben. Nein, nur dann, wenn sie ein Kalb zur Welt gebracht haben. Alles klar, viel Spaß mit dem Steier. Für Sie geht's weiter zum Viehhandel. Ja. Oh, weiterfahren. Ganz geil. Ach, der fährt 41. Oh. So, bei der letzten Frage war ich mir ja ziemlich sicher, aber das. Boah. Mann, ey, es leckt schon wieder so geil. Ja, Hintermeier, sie fahren verkehrt rum. Ah! Gibt's einen enormen Weg? Brücke da hinten. 40. Ja. So schnell schon, oha. Ah, oh, wie ja, geil. Ich bin ja, ich mach grad nebenbei die, wie heißt's, die Stoppuhr auch mit. Ja. Wie ja. geil, da Hintermeier hat sich, wäre das auch schon wieder fast falsch gefahren.
Ist der auch live, ja, ne? Ja. Da hinten, der Stahl rollt ein. Ich sehe den Stahl auf mich zukommen. Hilfe! Pass auf dich auf! Oh, wow, 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 wow. Stahl! Ja, Der Herr Hofer ist gerade im Waldgebiet, ne? Ja. So, dann. Dann muss ich eh noch der Stahl kommt nach mir. So, der Fragensteller vom Steinbruch. Ist schon unten. Sehr gut. Also der Stahl hat so gesehen dann nur noch das Restaurant. Ja. 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 Das wird jetzt witzig, weil. Okay. Jetzt muss ich den Thomas Clay in der Luft halbieren, weil der Hofer kommt und der andere kommt auch. Der Hofer muss zum Steinbruch rein und der andere muss nach rechts weg von. Ja. Es kommt jetzt drauf an, wer zuerst kommt. Also. Der Herr Hofer kommt zuerst. Der Franz kommt als letztes ins Ziel. Ich stelle mich jetzt einfach einmal mitten in die Straße rein. Ja, der ist schon da. Der Hofer kommt auf dich zu. Kurz sehen. Ja. So. Also ihr seht schon, liebe Zuschauer, es ist auch als LU-Chef schon sehr viel zu tun bei der Challenge. Jetzt fährt er nicht. Der Vereinhofer. Ja, so. Perfekt. Und jetzt die nächste Straße spüren. Jetzt kannst du ja stehen bleiben und Kaffee trinken. Ja, weil ich muss jetzt eh warten, bis da Hintermeier kommt. Oh mein Gott. Ja, stimmt, der muss ja hoch. No. Also, die Platzierung ist jetzt schon klar. Nein, das kommt nicht auf die Zeit an erstmal. Es kommt nur auf die Antwort der Quizfragen erstmal an. Und die Zeit, die im Ziel ankommen. Das weiß eh nicht, ob schon du mitbekommen hast, Janik. Wir sind eh schon bei 25 Minuten fast nur rein Challenge. Ja. Hintermeier ist gut auf dem Weg. Der Herr Stahl fährt jetzt los wieder. Ja, ist sich schon abgesperrt. Pass auf, der Hintermeier ist am links gestartet, am Restaurant, richtig? Ja. Ja, der Herr Hintermeier muss so gesehen noch zum Steinbruch hoch. Genau. Richtig, also, richtig. Viehhandel und dann zum Steinbruch. Jo. Also, gut, da bin ich eigentlich schon fertig, Digga, chillig. Wow, der Stahl kommt aus dem Steinbruch rausgeschossen. Ah, herrlich. Ja. Ich feier's trotzdem. Auch wenn sie nachher schimpfen, fluchen werden, aber ich feier die Challenge. Also ich muss schon ehrlich sagen, so, es ist das Projekt schon richtig geil. Die Challenge stoppt das gerade. Ah, so, und auf das jetzt erstmal, ich muss warten, bis unser Bürgermeister wieder da ist, weil wir haben das gleiche Lieblingsgetränk, deswegen muss ich jetzt warten, bis der Bürgermeister wieder da ist. Der Herr Bürgermeister darf sich gerade mit dem Herr Hofer rumstreiten wegen den Fragen. Ist an Feld 151 oben die Rechtsquerung auch gesperrt? Was denn? Ist er das? Oder? Nach oben, da ist Kartenrand. Nee. Kartenrand, also wenn er das nicht erkennt, dass da oben Kartenrand ist, sorry, dann. Was? Also Kartenrand sollte man auf der Minimap sehen, dass da Kartenrand ist. Ja. So, der Hofer Franz ist auch fertig, dann wird jetzt gleich der Herr Bürgermeister wieder kommen. Da ist er wieder. Er ist gerade richtig durchgeflogen. Jo! Günther! Ja! Darauf erstmal einen Schluck Paulaner! Auf jeden Fall! Ja, was macht denn der Herr Hofer da? Herr Ecklem, haben's auch wieder zurückgeschafft. Ja! Der hat wohl gemeint, er kann durch den Steinbruch irgendwie über den Hang drüber oder so. Kommt's da gar nicht hoch, aber das. Ja, mit Radlader geht. Also ich bin jetzt schon gespannt, ob das der Hofer und der Stahl aufmachen, die gleiche Route wieder zurückfahren. Jetzt sind wir mal neugierig. Also, so, wer kommt da als nächstes zu mir? Der Hofer kommt zu mir. Ich warte jetzt noch auf den... Ah, stimmt, der Hofer fehlt noch bei mir. Ach, ja. Also der Hofer, der hat es jetzt echt in sich. Der muss von Dings auch noch runter. Ja, und Basti muss von Viehhandel hoch zum
Stein. Ja, und ja. Da hinter ja, Basti ist gleich schon bei mir. Ich geh mal gleich runter. Jo. Ja, nix. Ja. Die Möglichkeit Richtung Hof 140 vom Karstenstall zu fahren ist auch möglich, ne? Was? Der Basti ist noch immer nicht im Handel. Was? Okay. Dann werde ich auch langsam rübergehen. Der Basti ist erst jetzt im Viehhandel reingefahren. Ja. Ja. Oh Gott. Der Herr Stahl ist beim Restaurant gleich oben. So, Stahl ist im Restaurant. Ja, noch nicht ganz, der muss ja noch den ausgeben. Der Hofer, der hat richtig Stress, deswegen verfährt er sich auch. Der will hier richtig Gas geben. Der ist auch gerade durch die Antworten geflogen. Durch alle. Also ich bin ja echt gespannt. Also bis jetzt muss ich sagen, die Fragen bei mir unten, die waren bis jetzt so recht überschaubar, die Antworten, was sie so von sich gegeben haben. Ja, der Hofer, der hat sich das ganz einfach gemacht. Ja, gut, also, wir werden's. Ist jetzt angekommen. So, wo ist denn eigentlich der Hintermeier unterwegs hier? Aber ich muss jetzt sagen, eine Frage schnell, wenn die jetzt aus dem Steinbruch kommt, muss ich den rechts rumnutzen oder darf ich Basti den kannst links? Basti kannst du gleich links rüberjagen. Weil also der war links ja, wieder. Ja, also. der war ja schon beim Restaurant oben. Ja, eben. Wir müssen nur noch zum Steinbruch. Genau. Also wenn Basti bei mir gewesen ist am Steinbruch, dann jage ich den gleich links rum weg. Also dann fährt er direkt zurück. Ja, also die gleiche Strecke wieder zurück. Ja. Dann packe ich mich einfach mal um. Ja, liebe Leute, und das ist genau der Punkt, warum wir von vornherein gesagt haben, die Zeit ist erstmal nur zweitrangig. Ihr seht schon, weil das sonst hätte, wenn es jetzt die Zeit mit reinspielen würde von Grundsatz her, dann hätte jetzt schon der Hofer Franz gar keine Chance mehr, weil der sich komplett verfahren hat am Anfang. Aber wie gesagt, der Zeitfaktor spielt nur dann eine Rolle, wenn mindestens zwei der drei Kandidaten bei den Quizfragen die gleichen Anzahl an richtiger Antworten abgegeben haben. Und mir ist fertig. So, Basti startet. Ja, wie sieht's aus? Darf ich schon zum Händler gehen, oder? Ich bin wirklich gespannt, ob es da Stahl schafft. Wenn du komplett fertig bist unten, dann ja. Jo, perfekt. Genau, ich muss noch warten, bis der Herr Hintermeier noch bei mir gewesen ist. Ja, bei mir ist... Der Hof hat sich gedreht. Ja, ich muss noch mit dem Radler da oben fahren, ne? Also das, die kriegen von mir einen Radler damit. Ich glaube, das wäre das Beste. Was macht der, was macht denn der Hofer? Der ist auch mal im Restaurant gleich. Jetzt sind beide oben. Stahl und Hofer. Haben sie gerade oben keinen Platz mehr, oder was? Nee. Doch. Naja, ich sag mal so, man hat genug, also ich hatte jetzt gerade keine Zeit, aber man hat, wenn die einzeln kommen, dann hat man noch genug Zeit, nur fast noch die Karren beiseite zu parken. Wie gesagt, jeder von euch kann die Autos alle bewegen. Ich habe das rechtlich so eingestellt. Habt ihr alle Pack hin, schön. Also der Hofer verkeilt tatsächlich. Ja, der hat das gerade eben schon nicht so drauf gehabt mit dem Fahren. So, wo ist der Hintermeier? Warum haben wir den denn jetzt wieder gelassen hier? Der ist unten. Ach, da fährt er, okay. Ja, So. Er fährt richtig. So, meine Lieben, und jetzt werde ich euch aber dann zu Hause auch nochmal schnell mal die ganzen Fahrzeuge zeigen, mit denen die Kandidaten eigentlich unterwegs gewesen wären, weil ein Fahrzeug werdet ihr so ja nicht sehen, weil ja ein Kandidat leider nicht dabei ist. Also, gestartet sind sie alle hier mit dem schönen kleinen E-Track. Mit der Werbeaufschrift vom Sepp Knüsel, auch nicht schlecht. Dann kriegen sie unter anderem auch einmal die schöne Krone Big M, den Selbstrasen, den großen Rasenmäher zum Fahren. Bei mir hier unten am Unternehmer gibt es einmal den schönen alten Steyr 8150. So, dann machen wir noch schnell, geht sich das noch zeitlich aus? Ja, der ist oben noch, okay. So, dann springen wir noch einmal schnell runter. So, dann beim Viehhandel bekamen sie allesamt dieses schöne, aus dem Oxbow, dieses schöne Güllefass, selbstfahrende Güllefass.
So, und dann im Steinbruch, da können wir auch schnell hinhüpfen, da gibt es genau die hier. Schauen wir mal drauf, die schönen Radlader von Klaas. Und zu guter Letzt, jetzt erwarten wir uns aber noch schnell, bis dann auch der Hofer Franz die Antworten gegeben hat, dass er wieder... Genau, nee, stimmt, ja, und da oben gab es im Restaurant, gab es dann eben die... Krone Big M. Krone Big M, genau. Also das sind so die Kategorien von Fahrzeugen, mit denen sie sich hier rumschlagen dürfen. Wie gesagt, das letzte Güllefass, was wir eigentlich hier bei uns dann auf dem Hof stehen haben sollten am Ende, das bleibt beim Viehhandel stehen, weil eben der vierte Viehbetrieb vom Hans Walter heute leider nicht an der Challenge teilnehmen konnte. Kannst sonst hoch, wenn du möchtest. Nö, nö, alles gut. Der Hofer Franz hat gerade ein Auto so richtig weggeräumt. Ja. So. Hast du es gesehen? Yannick, ich habe dir schon die Antworten geschickt. Jo, vielen Dank. Jo, bitte, Herr DM. Ja, machen wir dann, mache ich dann gleich alles in Ruhe, wenn dann alle im Ziel sind. Jo, perfekt. Der Herr Stahl ist gleich am Zielort. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist los, Großer? Aber, meine Lieben, dadurch, dass wir jetzt Zeit haben, bis alle da weitergehen, ich zeige euch mal die schönen Preise, die uns über Yannick heute am Anfang schon gesagt hat. So, bei wem fangen wir an? Meine Lieben... Mal kurz. Ich mach's einfach auf dem Stockerl, so wie man es macht. Erst Platz 3, Platz 2 und dann der Sieger. Ja, bin ich gerade. Ich will gerade eh nicht, das... Ah! So, der Herr Stahl ist auch gleich wieder am Unternehmer, also am Fahrzeughandel. Ja. Gut, dann... Ja, der Herr Hintermeier unten noch rumgurkt, also der hat noch einen richtig weiten Weg vor sich. Also ich fange bei 100 bei denen an. So, meine Lieben, ich zeige euch ganz kurz schnell die lieben Gutscheine, die uns der liebe Yannick zur Verfügung gestellt hat oder gemacht hat. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare reinschreiben, was, wie sie ihr findet. Natürlich von fürs Lohnunternehmen für den Händler die 100.000 Euro Gutschein. Dann das gute Unternehmen mit den 70.000 Euro, was an von Yannick oder den Herrn Weidemann, unseren lieben Manfred, kommt. Jawohl, ja. Und, jawohl, ja. Ja. Und von meiner einer, den LU, der bekommt 40.000 Euro Gutschein. Oh, Herr Baker, Sie sind ja so großzügig, das dachte ich ja gar nicht von Ihnen, du. Ich weiß, lieber Herr, schön geworden, lieber Manfred. Und, dass alle wissen, LU, auch heute aber wieder, der Händler von unserem lieben Udo Desch, der uns 100k zur Verfügung stellt, so in Art. Genau, der Händler ihres Vertrauens. Genau. Der Stahl ist mit dir. Der Udo mit dir. Also, ich glaub's ja gar nicht. Der Wilke wird eh vergessen, passt doch. Entschuldigung, Herr Zier, denn. Ich hol ihn dann hoch, danke, zu uns. So. Herr Stahl. Schön, dass Sie wieder am Fahrzeughandel angekommen sind. Yes. So, dann dürfen Sie mit hochkommen zu uns in die Lobby und mal Bericht erstatten, wie Sie die Challenge fanden. Okay, Mori. So, dann da haben wir ihn. Also. Bin ich Erster? Sie sind Erster, ja. Perfekt. Aber war ja nicht sonders zum Erwarten. Ne? Sie haben sich aber auch richtig beeilt damit. Ja, der Schnauzer macht's. Der Schnauzer macht einen Unterschied. Ach so, das ist der Turbo-Schnauzer. Ja, absolut. Ja, nein, Challenge war cool. Auf jeden Fall. Also es waren Fragen dabei, die wo... Bin mir ziemlich sicher, absolut keiner von uns weiß. Durch das, dass es Multiple Choices war, war es aber in Ordnung, ne, für jeden fair. Ich bin leider zweimal falsch abgebogen, ne. Natürlich gibt es viel zu viele Straßen, um die alle abzusperren, aber es war ein bisschen ungünstig. Aber egal, ich bin Erster, hätte ich noch dreimal falsch abbiegen können, dann wäre es gegangen. Von der du bist auch fertig, ja, ne? Von der Zeit her. Der Hofer hat ja noch ordentlich von zu der, tun vom, jetzt. Vom zeitlichen her, also ich denke mal, das wird so zwischen Basti und zwischen, also zwischen Herrn Hintermeier und Herrn Hofer, das wird nochmal eng werden, weil die haben. Also, ja. Hofer wird sicher vor.
Der Herr Hofer muss ja noch zum Lohnunternehmen. Er muss auch zum Lohnunternehmen fahren, ja. Der Hofer ist schneller beim Lohnunternehmen, wie der Hintermeier beim Steinbruch ist. Also ich war extrem froh, dass der Hintermeier nicht den Unternehmer gewählt hat, weil ich hätte, wenn ich Erster geworden wäre bei der Schatz-Challenge, den Unternehmer genommen. Das war in meinen Augen, also ich habe den Rest nicht gewusst, aber das beim Händler gleich abzuhaken, war in meinen Augen das Beste. Crash! Crash zwischen Hintermeier und Hofer, jawohl! Das Empfangskomitee, oder was? Der muss noch weiter, gell? Der muss aus dem Unternehmer. Ja. Das sieht für ihn bestimmt lustig aus, wie du so einfach rückwärts vor ihm läufst. Der Schnauzer. Ja. Also mein Big M ist da 70 gefahren. Ja, ist nicht gefahren? 70. Du hast also eine Flasche Nost dabei gehabt, ja? Absolut. Warte, wir überprüfen das mal kurz. Na. Da wird geschummelt. Ich glaube, wir müssen das Das ist eine Option. Das ist, weil die anderen die Rundumleuchte nicht anmachen. So, das bringt 10 PS. Nichtsdestotrotz. Ach so, das ich, PS, ja, okay. So, nichtsdestotrotz, ich hock mich jetzt zum Herrn Hofer in den Channel und lausch mal, wie er ausrastet. Alles klar. Also, ich bin bei ihm im Ding die ganze Zeit wegen im. Das war jetzt vielleicht ein Fehler, dass ich die Folge abbrochen hab. Kann ein Fehler gewesen sein. Weil die Challenge vorbei ist, jetzt die nächsten 10 Minuten wahrscheinlich, so wie es ausschaut. Dann gibt's halt noch eine kürzere Folge. Darauf, egal. Teil 1 und Teil 2 machen wir da draus, genau so machen wir das. Und bringen wir gleichzeitig aus, let's go. So, jetzt sind wir eh schon fast da, gell? Beim Unternehmer. Und da ist jetzt unser nächster Checkpoint bei Manfred Weidemann. Ja, Manni. Ah. Jetzt laggt's wieder ein bisschen. Stellen wir den mal da her, gell? So. Ha, schon auf Zeiten. Können wir wieder rum, ja. So, grüß dich. Ja, Mann, ist auch was. Ja, jetzt hab ich's auch geschafft. Ich bin erst zweimal vorbeigefahren. Ja, hab ich schon gesehen, So. Reine, super, klar. Gut, also, pass auf. Erste Frage. Auf wie viel Prozent der Fläche Deutschlands wird Landwirtschaft betrieben? Auf 20%, 35%, 50% oder 70%? 50. So, zweite... 50. Ja, hab ich schon. Zweite Frage. Ich muss nochmal... Wie steil... Darf ein Hang maximal sein, damit man auf ihm noch Wein anbauen kann? Bis zu 19 Grad Steigung, also 19, nicht 90, 19. Bis zu 33 Grad, bis zu 62 oder bis zu 75. Du Manfred, das war's jetzt, weil mein Südtiroler Onkel, der in Südtirol, der hat immer super Reben gehabt, ein Pichel oben. Und das sind die 33%, das sage ich doch. Okay. Und die letzte Frage. Geben Kühe auch ohne Kalb Milch? Ja, Kühe geben immer Milch. Wenn es sich um eine Milchrasse handelt, schon. Das hängt von der Fütterung ab. Oder nein, nur dann, wenn sie ein Kalb zur Welt gebracht haben. Das ist schwierig. Also rein natürlich nur, wenn sie ein Kalb zur Welt gebracht haben. Gell? Ah, das weiß ich nicht. Ich kann nur raten. Ich würde mal A sagen. Erste Antwort. Möglichkeit, gell? Ja, alles klar, dann ab den Steier und dann zurück zum Händler. Ja, wunderbar. Ich möchte aber eigentlich noch ganz auf zum anderen Checkpoint, aber ist ja wurscht. Wie, zu welchem? Ja, ganz oben beim ersten Stall war ich noch nicht. Da habe ich ja vorbeifahren müssen, weil ich habe vom Steinbruch zum Weidemann, zum Unternehmer fahren müssen und jetzt müsste ich eigentlich vom Unternehmer nochmal bis ganz auffahren, aber da geht es ja nicht mehr raus, alle anderen sind eh schon im Ziel. Oh, dann warten wir geschwind. Ja, dann fahren wir in die Richtung auf jeden Fall, ich klär's geschwind ab, gell? Ich brauch da nicht mehr rauf, aber alles Gute, servus. Jo. Leute? Ja. Ja.
Beim Restaurant fehlt da noch jemand? Nein. Nee. Weil der Hofer-Franz, mir gerade erzählt, er müsste nochmal ganz aufhören, weil er da beim Ding irgendwo zu vorbeigefahren wäre. Na, er hat einen Ding. Er war genau hinter mir bei allen Stationen. Okay. Also, dann sind sie, ich habe gesagt, er kann jetzt zum Fahrzeug, zum Händler fahren. Also, oben am Ding stehen zwei Radlader, ein E-Tracker und halt ein Begaben. Ja gut, der eine Radler, bei mir stehen jetzt zwar Big M und E-Traktor, da passt's. Ja. Also ey, sag ich euch, wenn ihr den Stream von Hofer Franz anschaut, würde seine Gesichtszüge und Gestik anlegt. Er drückt gleich so fett Alt F4, ne? Also, ja. Das passt eigentlich. Ja, ne? Ja. Das Beste war, wenn ihr jetzt zum Händler vorbeifuhrt. Ist ja kein Geheimnis, dass er zu alt wird. So, dann passt immer noch runterfahren. Jetzt so, dass gerade erst checkt, dass er schon fertig ist. ja, alle ins Ziel fahren. Weil wie gesagt, die Zeit interessiert, die Zeit selber interessiert ja erst, wenn es mindestens zwei Leute gleich vier Punkte beim Quiz haben. Dann entscheidet die Zeit. Vorher ist die Zeit völlig irrelevant. Ja, vielleicht haben wir nicht alle null beim Quiz. Es könnte jetzt ja als Beispiel, so, ich will, was wir jetzt natürlich aus Sicht vom Herrn Stahl mal nicht hoffen wollen, aber es könnte ja sein, dass der Hofer Franz, obwohl er als letzter ins Ziel kommt oder als vorletzter, Zeit hat, die 5 Minuten langsamer ist als seine, hat aber 2 Punkte mehr beim Quiz, dann hat er trotzdem gewonnen. Ja. Deswegen, Zeit ist erst dann der Faktor, wenn zwei Leute die gleiche Punktzahl beim Quiz haben. Mhm. Ja, auch. So, dann kletter ich mal wieder zum Bürgermeister hier rauf. So. So, da hinter mir ist auch auf dem Retourweg. Ja. Und der ist richtig am Abkotzen. Aha, sorry, Weidemann, Herr Weidemann, ich habe Ihnen einen Scheiß erzählt vorher. Ja, alles gut, ich hab's schon abgeklärt, alles gut. Aber wir kommen zurück im Ziel, gell? Merci vielmals. Na, aus, das ist auch blöd. Hofer, ich hab's tragisch schon lang gemacht, so lange bin ich da. Ja, das glaub ich doch, du kannst. Hast du wieder Gas gegeben, weil ich nicht sauber war, gell? Sicher. Ja. Ich hab die anderen schon gesagt, das ist der Turboschnauzer. Ja, das denke ich immer. Schaut draus, hey. Hofer Franz? Ja. Es bitte. War sehr interessant, in deinem Livestream dich anzuschauen. Das war eine reine Superkatastrophe, du, das sag ich dir. Aber egal. Bin ich sowieso letzter, oder? Also, das kann ich dir noch nicht sagen, ob du letzter bist oder nicht, weil ich die Ergebnisse noch nicht ausgewertet habe, weil ich noch nicht die letzten Quiz-Ergebnisse habe. Aber da sein. Du bist nicht der Letzte, der im Ziel ankommt. Ah, was? Ich bin nicht der Letzte, der im Ziel ankommt? Nee. Das ist der Oberschied. Aber eins kann ich dir schon sagen. Was? Hättest du mal bei der letzten Frage auf deine erste Intuition gehört? Scheiße. Das kann ich dir schon mal verraten, weil die hast du selber versemmelt. Alles andere verrate ich noch nicht. Die Fragen habe ich sowieso verkackt, alle. Woher soll die wissen, wenn der erste, was weiß denn ich, was da alles gefragt worden ist? Aber auf jeden Fall, ein Wahnsinn! Woher soll die das wissen? Aber geil trotzdem, mega Leute. Das ist ein geiles Event, haben wir jetzt da hier oben, ja. Wunderbar. Also von mir aus kann der Hofer sein Emote-Chat wieder ausstellen. Jo. Hab ich schon. Passt. Die sterben eh alle gerade. Die sterben alle. Janek, hast du die Doc-Datei erhalten? Boah. Alter! Henry. Moment. Ich muss mal kurz meinen Discord rüberziehen. Was denn? Bis von Rafan. So. Vielleicht so Granaten mit 100 vom und was Christian habe ich sie gekriegt. Vom Christian habe ich die Nachricht auf jeden Fall gekriegt. Von irgendwem anderen habe ich noch nichts gekriegt. Ich weiß überhaupt, ob das Ding geschickt. Ich habe dir das privat geschickt. Jetzt mache ich da ein Bild von und schicke dir das als Bild. Ist mir auch egal. So, eins muss ich sagen: Wenn es um Zeit geht, hat der Wilke die Ruhe weg. Ja? Die Fragen hat er vorgelesen wie meine Oma. Ich war da im Battle-Stress und dann kommt der. Oh, wie geht's da überhaupt?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, ja, wenn beide mal einen Vollzeit lassen. So, jetzt Mias müsste so haben. Ja. Okay, ja. Dann hat er das als Doc-Datei nicht genommen, aber als Bild schon, okay. Wow. Discord versteht auch einer hier. So, dann warte ich jetzt noch, bis der Hintermeier da ist. Wie kann ich den Schnitt hier jetzt hier weiter schicken? Oder, oder schreib ihn einfach, hab ich ihn auch was geschrieben. Ja. Mach ich glaube ich auch so. So, da kommt dann der Hintermeier. Ich hab da schon abgesperrt, dass er weiß, wo rein. Jo. Ja. So geil, ja, die Absperrerei, Becher. Das ging auf eine... Erste Mal steht er da. So. Also kommt steht er auf einmal auf der anderen Seite. Geil. Dann holen wir den Hintermeier wieder zu uns rauf. Achtung. So, Herr Hintermeier. Ja, endlich. Willkommen zurück. Wir sind hier wieder. Ich kann es sagen. Aha. Ist der noch Alaska gefunden? Du hast nur die Beulen abgelaut, Nano. Mit dem Gerät, weil Schorsch. So, Ist gut, kann stehen lassen. Ja, sonst komm ich nicht raus. Das ist ja Wahnsinn. Leckt schon die ganze Zeit so doof. Gut, dann machen wir Folgendes. Unser Bürgermeister verscherbelt mal die ganzen Materialien und Absperrungen. Ich gehe jetzt ziemlich kurz für die Auswertung zurück und ihr könnt in der Zwischenzeit hier gerne einen Smalltalk halten. Euch über das Event austauschen. Bis gleich. Jo. Ah, also hast du gehört? Du, Bastian, wie ist denn dir gegangen oder so? Hure Zeit gehabt mit der Hure Challenge da. Ich habe überhaupt nicht mehr einen Weg nachgefunden, du. Ey, ich bin ja mit 120 durch die Abstraße, Alter. Was für eine Karre von dir ist denn bitte 120 gegangen? So, ja, dann. der Mail-Kombi da. Ich hab 100 MS gerade. Also. Ich bin ja die ganze Zeit irgendwo dagegen gefahren. Dann tragen wir mal die Antworten. Das klingt aber nicht so super. Hofer Franz. Mir leckt die ganze Zeit schon. Hast du ein bisschen Kopf, weil du musst dich niederlegen, du. Nee, es ist ja viel zu viel Arbeit halt. Ah. So, dann das ging's ist weiter bei... Hab ich auch noch heute. Da ist nix mit Pause. Nee, volle Bulle, ey. Heute wäre ich ein bisschen Henry Becker wieder ein bisschen auf den Sack gehen, weißt du eh. Brauch ein paar Sachen. Ja, dann mal die mal ja noch mal quatschen heute. Geh, Henry. Aber, natürlich, dass die Challenge eh eigentlich vorbei ist für meine Leute, die alles gesehen hat. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich bei allen, die dabei waren. Wir sehen in der nächsten Folge, wer jetzt die Auslosung gewonnen hat oder wer welchen Gutschein kriegt. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. In diesem Sinne schließe ich mich an. Ja. Die Auswertung und die über Siegesehrung gibt es dann in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Perfekt.